und If You Ever Gonna Lose My Love, das war ein Titel, der sie zum Pop-Idol in 16 Ländern werden ließ. The Power of Love. Wer kennt das nicht? Ein Werk, das in England zur meistverkauften Platte einer Solo-Künstlerin wurde und sogar im Guinness-Buch der Rekorde stand. Dann bekam sie das Platin-Ticket für 200 vorverkaufte Karten für ihre Tony, lassen Sie mich einen Titel noch erwähnen. Ich weiß, Sie wissen längst, wer jetzt kommt. Flames of Paradise zusammen mit Elton John. Heute Abend neu, Credo, The Power of Jennifer Rush. Some people live in darkness, and some people live in hell. It's hard when you live in daylight to love the night as well. Why can't they live like brothers? And why won't they live in peace? Why do the same old prisoners sing, I shall be released? Oh, it's hard to believe in saviors after what my eyes have seen. More and more day-to-day life is like some crazy dream. But I still believe in kindness, and I still believe in love. Maybe a little blindness is all we're guilty of. Stop it!
Dankeschön. Ringo, Dankeschön. Jennifer Rush. Da muss man einfach rüberschalten. Jennifer wird schon wieder geküsst. Jennifer, excuse me. Da kommt man mit dem Kleid kommt man da nie runter. Ich wollte auch mal geküsst werden. Dankeschön, Jennifer. Jennifer Rush und Credo. Meine Damen und Herren, dazu der Felicitas Taylor Chor aus Frankfurt. Ich danke euch, meine Damen, meine Herren. So, hinter mir sehen Sie